Erfolgreicher Start einer Sojus-Rakete in Baikonur. An Bord befanden sich zwei russische und ein amerikanischer Raumfahrer. Ziel des dreistündigen Fluges war die internationale Raumstation ISS. Dort werden NASA-Astronaut Mark van der Hey und die beiden russischen Kosmonauten Oleg Nowitzki und Pyotr Dubrov 6 Monate lang biologische und physikalische Experimente durchführen. Das Wissenschaftler-Trio im All wird in Gesellschaft sein. Auf der ISS befinden sich bereits 7 hochrangige Wissenschaftler. Der Starttermin der Sojus-Rakete in Kasachstan wurde in die Nähe eines doppelten Geburtstages gelegt. In wenigen Tagen wird des 60. Jahrestages des Fluges von Juri Gagarin gedacht, der erste Mensch im All. Und der erste Flug eines NASA-Space-Shuttles jährt sich zum 40. Mal.